jetzt. Was? Ja, komm, hier auf die andere Seite. Okay, jetzt kommen wir doch hin. Mach da ein bisschen. Meine Damen, meine Herren, ich darf Sie ganz herzlich hier in dem Europäischen Kulturpark begrüßen. Ja, der Ansatz war da, richtig. Aber auch das war wieder nichts. Gestern war nichts, vorgestern war nichts. Komm Leute, denkt an unsere Pferde. Mit dem Applaus wird keines von diesen drei Tieren in die Bahn gehen. Mit einem richtigen, kräftigen Applaus. Eine kurze kleine Einführung in die römische Reiterei. Was Sie hier sehen, sind Sie einmal der römische Reiter im 1. Jahrhundert, ein keltischer Reiter, 1. Jahrhundert und ein sarmatischer Reiter, meine Wenigkeit, Ende des 1. Jahrhunderts. Wir werden versuchen, Ihnen einige Disziplinen zu zeigen, die so im 4. Jahrhundert vor Christus niedergeschrieben wurden, von einem griechischen Reitergeneral namens Xenophon. Das, was Sie hier sehen werden, können Sie nicht mit einem klassischen Ritterturnier oder einem Turnier vergleichen. Primär geht es hierum um die Ausbildung der Pferde, um Ihnen zu zeigen, dass Pferde, die von Natur aus Fluchttiere sind, auch gegen Hindernisse laufen. Pferde müssen an Hindernisse herangeführt werden. Pferde müssen die Geräusche, die Kulisse, die Kampftechniken trainieren. Aber das Allerwichtigste, diese Pferde machen das nur aus reinem Vertrauen zum Reiter. Und das Vertrauen kann man nur aus viel Liebe, Zuneigung aufbauen. Gewaltfreies Ausbilden der Pferde. Das ist für uns der Hauptbestandteil dieser Übungen. Man hat auch das Ausbilden der Pferde gewaltfrei immer noch ein kleines Handgeklapper. Es gibt ein Sprichwort, ein Zitat von Xenophon, der sagt, wenn das Pferd für dich durch Feuer geht, hat es blindes Vertrauen. Und das werden wir versuchen, Ihnen zu zeigen. Wo liegt der Schwerpunkt? Schwerpunkt liegt darin, in einer Schlacht den Feind zu töten. Was musste also trainiert werden? Wo war die Schwachstelle eines Feindes?
Wenn man überlegt, der Feind war in der Regel gepanzert durch einen Helm, durch einen Brustpanzer, durch ein Kettenhemd oder andere Panzerungen. Die Schwachstelle jeden einzelnen Kriegers in der Regel war der Hals. Der Hals ist immer die Schwachstelle, die man versucht zu treffen. Die letzten zwei Tage hat es nicht funktioniert mit Freiwilligen. Vielleicht haben wir heute das Glück, dass wir ein oder zwei Freiwillige bekommen. Und ich kann garantieren, wir entsorgen diskret. Ja, und derjenige wird vielleicht in 2000 Jahren ausgegraben. Archäologische Befundlage. Nein, das ist natürlich Blödsinn. Wir haben auf dieser Mittelbahn drei Holzklötze, die in der Höhe von den Halsen demonstrieren, aufgebaut. Und man wird versuchen, diese schwarzen Holzklötze im Galopp zu schlagen. Die Schwierigkeit ist es für die Pferde, von 0 auf 100 durchzustarten und hinter der Bahn sofort wieder runterzufahren. Also aus dem Stand in Galopp zu springen. Des Weiteren noch zwei Sachen zu unseren Pferden. Meine linke Seite sehen Sie ein bosnischer Hengst. Man hat es in der Vergangenheit öfters gemerkt. Nein, Spaß beiseite. Nein, hier sehen Sie einen Zuchthengst. Die Problematik hierbei ist, meine Wenigkeit und der Kälte reiten zwei Stuten. Und die Stuten sind rostig. Und jeder weiß, ja, da kommt ein Lachen aus dem Publikum, jeder weiß, wenn ein Zuchthengst neben zwei rostigen Stuten steht, dass das gleich bestimmt sehr spaßig wird. Für euch und für uns. Auf der anderen Seite, rechts von mir, sehen Sie einen Haflinger und keltischen Reiter. Dies ist ein junges Pferd, das erstmalig auf der Bahn steht. Dieses Pferd wird an alles rangeführt. An euer Applaus, an das Runterfallen der Klötze, an die Bahn, an die Umgebung. Deswegen bitte um Nachsicht, weil mit diesem Pferd wird in der Ausbildungsphase alles im Schritt geritten. Es sei denn, der Reiter sagt, ich versuch's mal im Trab. Das ist, was ich meinte. Gut, wir werden mal anfangen mit den Hälse. Mal schauen, ob... ganz wichtig in eigener Sache, bitte die Kinder alle aufstehen vom Boden. Wir arbeiten hier mit Tieren, mit Fluchttieren. Ein Pferd ist ein reines Fluchttier, geht immer nach vorne. Wenn das Pferd hier wegrutscht und rutscht in euch rein, so schnell könnt ihr nicht aufstehen. Und wenn einer steht, kann man immer auf Seite springen. Also bitte immer sich hinstellen. Der Reiter im ersten Jahrhundert trägt eine Sparta. Die Sparta unterscheidet sich gravierend von der Infanterie, die einen Gladius, eine Stichwaffe, trägt. Die Sparta ist eine reine Hiebwaffe. Es gibt nicht viel Sinn, vom Pferd aus mit einer Stichwaffe zu arbeiten. Dementsprechend ist die Klinge länger. Dieses Pferd läuft immer gerade. Wir werden mal versuchen und schauen, was der Kälte macht. Das römische Imperium hat natürlich Bravaros getroffen, geschlagen. Auch ein kleiner Applaus für den jungen Haflinger, für die Kälte. Eins können Sie mir alle garantieren, das sieht alles so einfach aus. Es ist verdammt schwierig. Wir arbeiten hier mit Lebewesen. Man sieht jetzt schon, nur das leichte Berühren der Holzklötze irritiert das Pferd.
Auch ich, als dramatischer Reiter, werde mal versuchen, diese Hälse zu treffen. Also man sieht, das ist alles, die können so einfach. Der hat nicht genug geschlafen, der macht den zweiten Anruf. Ja, der hat die Pferde direkt neben sich gehabt. Ja, was sind denn die Bedingungen? Kann ich euch garantieren, ich habe jetzt schon ein Feuchtbiotop. Da bist du. Schön, ja. Natürlich, sind das nicht die einzigen Disziplinen. Was muss noch trainiert werden? Was ist, wenn ich keine Spalter, keine Waffe mehr in der Hand habe? Was kann man machen? Ich kann versuchen, den Pfeil niederzureißen. Boden zu reißen und einem liegenden, am Boden liegenden Feind danach mit der Hassler, mit der Stoßlanze noch punktuell zu treffen. Sie sehen jetzt hier drei Kegel. Der rote ist der Feind. Wir werden versuchen, den roten Kegel zu greifen, niederzuwerfen. Danach mit der Haster! Sie sehen einen Jute-Sarg mit dem roten Punkt. Diesen roten Punkt symbolisiert auch die Schwachpunkt jedes Reiters oder jedes Fußkämpfers. Denk dir mal in die Mitte, ich sag. Als es so rund ist hier, Haster auf den Sarg. Поеда, понятно. Ja, jetzt hat er gesehen, der Feind ist am Boden. Der Feind ist am Boden geritten, am Boden gestreckt worden. In der Regel sagt jetzt jeder, klar, ein Hindernis, was am Boden liegt, von oben nach unten zu schlagen oder zu stoßen, kein Problem. Da hat er leider Unrecht, es ist ein Problem. Aber es gibt noch andere Disziplinen. Was ist, wenn die Kavallerie einem entgegenkommt? Was musste da trainiert werden? Auch da
ein Ziel, was höher gesteckt ist, auch punktual zu treffen. Dies werden wir versuchen, mit solchen Ringen, Ringe aufzuspießen, die einen Durchmesser von 10 cm haben. Auch dies ist der Schwachpunkt jedes Reiters. Aber es wäre auch langsam bei der Hitze noch mal einen Applaus nötig, oder? Ich reite von oben, da können die Zuschauer mehr sehen. Da müssen die Ringe andersrum, richtig. Die fahren nur andersrum aufhängen. Die reiten. Ja. Bleib mal da, du gehst da hinten. Frank kommt nach vorne, du gehst da hinten. Aber ich sehe, es werden hier mit erschwerten Bedingungen gespielt. Ein Ring feststehen, der andere Ring fliegt durch die Luft. Also ein fliegender Ring zu treffen. Oh. Vorab, bevor wir die Köpfe und Hälse der Legion versucht treffen, werden wir testweise Kohlköpfe spalten. Ein Kohlkopf hat die gleiche Konsistenz wie ein Hals. Das geht nur bei einer gewissen Geschwindigkeit. Achso, komm, wir setzen uns. Nee, hat gesagt, nicht setzen. Also wie ist es jetzt? Ja, gesagt, das versucht, den Kohlkopf in der Mitte das, wenn, wenn zu verteilen. Passiert, dass wir wegrennen können. In der Mitte. Der hat gezogen. Der hat bewegt, der ist weggesprungen. Ja. Also man sieht, wenn man nicht die richtige Geschwindigkeit hat, ist es unmöglich, den Kopf vom Halse zu trennen. Ja klar, ich habe die Geschwindigkeit. Nee. Lass mal den. Nee, lass mal liegen. Das ist der bekloppt. Das sehe ich gar nicht. Die Rüstung wackelt so schön. Ja! 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 Ja!
Aber jetzt, mal ganz großen Applaus für die Legion. Weil eins kann ich... Der Mut, sich 550 Kilo geballte Kraft im Weg zu stellen, der muss enorm sein. Wir werden versuchen, erst im Schritt eine Schildkröte, eine Testudo zu durchbrechen, um euch zu zeigen, dass Pferde über Vertrauensarbeit auch Hindernisse durch die Flut der Kraft und Hindernisse umreiten, umlaufen würden. Victorio! Ich glaube, die wollen jetzt eine kleine Schildkröte. Habt ihr eigentlich letzte Wünsche? Also man sieht, man kann ein Pferd trotz Waffe einsetzen. Wenn Sie jetzt denken, oh, mit Holzwaffen. Ja, es sind Holzwaffen. Im römischen Heer wurden alle Trainingseinheiten immer mit Holzwaffen durchgeführt. Warum? Holz ist ein Rohstoff, der nachwächst. Metall ist unheimlich wertvoll gewesen. Und weh tut's auch. Es bedarf blindes Vertrauen von einem Pferd, das so in die Schildkröte durchgeht. Das geklappt mir gleich mit den Schwertern. Die ganzen Umstände. Wollt ihr Blut sehen? Ja! Ja! War das alles, für Blut zu sehen? Ja! Ja! Sollen wir das ein bisschen schneller machen? Ja! Habt ihr noch einen letzten Willen, einen letzten Wunsch? Aperitivus! Aduca! Also man sieht! Ja! Wir werden das versuchen, wenn wir was mehr an der Kälte auch durchkommt. Weil die keltische, barbarische Reiterei war bei den Römern sehr gefürchtet. In der Regel hat die keltische Reiterei einfach in der Tode komplett niedergewendet. Ja, die Kälten von hinten, ja. Hör mal, macht ihr mal weiter, wird heiß. Aber man sieht, sogar ein Hengst, der voller Mut, voller Testosteron steckt, geht nicht dadurch. So, das machen wir jetzt mal schneller. Ja!
Ich hoffe, Ihnen hat die kleine Demonstration gefallen. Und wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlt uns euren Freunden. Und wenn es Ihnen nicht gefallen hat, empfehlt uns bitte trotzdem weiter. Vergesst nie, dieser Park, dieses Eisluftgelände lebt nur durch euch. Ausgerüstet hier rumzulaufen.